Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Grupper vorstellen von der Marke Rossel Mesh. Ja, es handelt sich um den K12200. Ja, das Ganze wiegt hier 8 Tonnen, hat einen Leistungsbedarf von 375 PS, entsprechend 276 kW, 12 Meter und 20 ist hier die Arbeitsbreite. Arbeitsgeschwindigkeit soll hier bis 17 km/h betragen. Der Reifen drauf, den SKA 800. Das Ganze gibt es hier nur für 30.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir da hier bei 1.530 Euro inklusive. Wir haben hier Farbwahl, also der Originalfarben. Du kannst den Pink kaufen, du kannst den Orange kaufen, du kannst dir hier in Grün kaufen, ja, wie du halt möchtest. Ich habe halt ein Original gelassen. So sieht das gute Stück hier aus. Ich bin auch mal gespannt, ob der Schlepper es schafft oder auch nicht. Tja, und ich finde schon mal hier so her die Art, ja, nicht schlecht. Wir haben hier auch überall hier unsere Warnhinweise natürlich und Wartungshinweise, alles hier vorhanden. Hier sehen wir auch hier wegen den, ich glaube, Reifendruck oder was soll das sein? Oder Gewicht? Genau, weiß ich jetzt auch nicht. Also schauen wir mal rein. Haben wir hier unseren Schlepper. Starten wir erstmal. Ja, es ist Mod. Mal schauen, ob. Deswegen gesagt, also mal schauen, ob der es schafft oder auch nicht. Tja, und bin ich mal gespannt natürlich, wie das hier funktioniert dann. Da klappt man das Ganze natürlich mal aus hier mit X. So. Sind wir hier Riesenteil eigentlich, muss man sagen. Hier 12 Meter. Senken wir das Ganze. Mal schauen, ob er schafft oder nicht. Jetzt schalten wir mal hier unseren Helfer mal ein. Ja, wir haben hier 9 km/h. Der Schlepper, der hat hier 276 PS jetzt. Also wie wir hier sehen, er schafft es auch ein bisschen weniger natürlich. Es sind halt 3 km/h, was halt hier fehlen. Aber ich bin mal gespannt, ob das natürlich hier mit dem Drehen und das Ganze hier auch noch ganz gut geht. Und ich finde es mal natürlich hier ein anderer Gruppe als wie Standard von der Stange natürlich. Deswegen spielen wir ja natürlich auch mit Mods, würde ich mal sagen. Partikelsysteme, mal sehen, es sieht hier ganz gut aus. Hinten natürlich mit der Walze, was das natürlich alles auch hier zerkleinert und den Boden aufreißen tut. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er vor sich anstellt natürlich hier. Mit dem Hindernis und mit dem Feldende natürlich. Ob er reinfährt oder ob er vorher stehen bleibt. Oh, das sieht eigentlich, finde ich ehrlich sein, ganz gut aus. Immer schauen wir mal. Spuren. Ja, macht da ein paar. Das sieht man ein bisschen schwach, aber ist nicht schlimm, finde ich. Hier jedenfalls der Deutz macht auch keine schlechte Figur, würde ich mal sagen. Er fährt jetzt halt ziemlich in die Wiese rein, also würde zwangsweise hier das Feld ein bisschen größer werden, würde ich mal sagen. Aber wie wir sehen hier, also von der Seite her, mit dem Abstand her, sieht das ganz gut aus. Wir sind relativ genau, wie wir sehen, auf der Seite ganz minimal geht es rüber. Ich finde, es passt. Soweit das her. So, jetzt lassen wir uns den Helfer mal kurz mal Helfer sein und würde mal sagen, wir schauen uns gleich das Ganze hier noch uns an, wie das mit der Verschmutzung und natürlich mit dem Lackverschleiß ausschaut. So sieht das jetzt hier aus mit der Verschmutzung und den Verschleiß. Also ich finde es schon mal ganz gut aus. Die Aufkleber werden hier auch schmutzig, wie wir hier sehen. Schriftzug, Lack wird abgenutzt. Ah, jetzt habe ich auch vergessen hier zu erwähnen, er hängt hier unten auf dem Kugelkorb an. Natürlich, wenn ihr ein Fahrzeug habt, was keinen Kugelkorb hat, dann hängt er natürlich, denke ich mal, an der richtigen Stelle an. Hier hinten haben wir auch, wie wir hier sehen, also richtig mit Verschmutzung hier zu
tun. Lackverschleiß ist ein bisschen weniger, wo ich mir gedacht habe, dass also die Walzen natürlich hier vielleicht blank sein wären oder würden. Ja, ist halt gute Beschichtung, vielleicht pulverbeschichtet oder sowas. Ist halt vielleicht ein bisschen besser, so Hammerit-Lack oder sowas. Vielleicht wird das leicht sein, keine Ahnung. Aber wie gesagt, also ich finde so her der Mod ist nicht schlecht, wie wir hier sehen. Lockmäßig sind wir jetzt hier, also er ist hier auch lockfehlerfrei, wie wir hier sehen. Ist eine tolle Sache das Ganze. Ich hoffe natürlich, euch hat hier mein kurzes Video natürlich gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich würde ich mich auf alle Fälle freuen über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.